Und damit herzlich willkommen zu dem Spiel German Suplex FC gegen TSV Oerdorf. Hier in der German Suplex Arena in Hamburg. Ja, man guckt sich die Tabelle an und merkt, ja, ist alles ziemlich eng dort. German Suplex auf Platz 6, da Dassau es nicht hinbekommen hat, gegen Tornadoes 11 zu gewinnen. Ja. Und von daher ist jetzt hier die Frage, wird hier German Suplex mit mindestens 2-0 verlieren und somit doch hinter Dassau kommen, vielleicht, und Oerdorf somit wieder auf Platz 2 kommen, oder gewinnt der German Suplex FC und oben wird es nochmal ziemlich eng. Wir werden es sehen. In den nächsten Minuten. Hoffentlich spannenden Fußball. Und ich glaube, ich habe vergessen, eine Punktzahl zu erneuern. Aber egal. Meine Aushilfe kann mir ja mal im Hintergrund schreiben, wie viele Punkte der Erstplatzierte im Moment hat. So, hier nochmal eine schöne Umarmung. Nicht wundern, ich habe heute mal ausnahmsweise eine kleine Aushilfe. Einen Praktikanten, der auch die Grafiken gemacht hat. Deswegen, falls irgendein Fehler sein sollte, ihn am besten blamen. So, man hat jetzt beide Aufstellungen gesehen. Ja, freuen sich hier, wieder Fußball spielen zu dürfen. Ja, okay, danke. Und ja, das Spiel beginnt. Könnte mein Praktikant auch nochmal nachgucken, wann dieses Spiel German Suplex FC gegen TSV Oerdorf stattfindet. Danke. So, jetzt erstmal Warte am Ball. Auf Stockmann. Korb. Warte. Gruß. Ja, im letzten Spiel sah es ja für TSV Oerdorf nicht wirklich so gut aus. Hatten ja ein, ja, einige Leute würden sagen, ein langweiliges 0-0. Ich sag ein ausgeglichenes und ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, 0-0. gegen Straß, die ja im Spiel. Danke für das Dirtum und ich. Ja, jetzt gibt es erstmal einen Abschluss. Okay. Gegen Straß, die ja am Samstag, soweit ich weiß, gegen die Gamestocker Kickers 2-0 verloren haben, haben sie halt nur ein 0-0 geschafft. Mal sehen, wie es jetzt hier so ausgehen wird. Und damit könnte ich auch öffentlich verraten, die Kickers haben 41 Punkte. Das war das, was ich vergessen habe einzutragen. Aber naja, funktioniert schon. So, erstmal ein Einwurf jetzt hier für Oerdorf. So, warte auf Kleinbill. Ströling, Korb. Ja, und bald sollte auch das Interview mit dem FC Renetopia-Chef online kommen. Das haben wir vor dem letzten Spieltag aufgenommen und mal sehen, wann das hochgeladen wird. Rückpass wird auch bald wieder kommen, also da ist alles noch beim Wiederaufbau, kann man sagen. Ich glaube, das sollte jetzt hier einen Eckball geben. Also wir machen uns da alle schon einige Gedanken drüber, wie wir jetzt hier weitermachen wollen. Ne, es gibt hier einen Abstoß für Schäfer. Der haut ihn auch weit nach vorne. Geronimo. Auf Ibrahim. Geronimo. Ja, jetzt Kleinböll. Auf Cruz. Renninger. Cruz. Schnier jetzt hier. Nee, so wird das nichts. Und hält hier auf Geronimo. Jetzt Ibrahim. Und Gruß am Ball. Kleinböll. Sua. Halilai auf Held. Geronimo. Halilai. Jan holt sich hier die Kugel. Kam ja vom ersten FC Kaiserslautern.
Sua jetzt hier. Schnier auf Cruz. Sua. Und Einwurf. Der Einwurf jetzt hier für euer Dorf. 20 Minuten gespielt. Nicht wirklich viel passiert. Schnier jetzt hier auf Cruz. Cruz? Nee, voll in die Mauer. Also bis jetzt ist es weiterhin ein recht langweiliges Spiel. Oder ein recht langsames Spiel. Kann man sagen, wie man will. Entweder man formuliert es netter. Oder man sagt einfach so, wie es ist. So, Cruz. Auf Geronimo. Geronimo. Jetzt der Ball auf Halilai. Halilai! Und ja, kein Problem hier für Schäfer. Schnier. Schnier auf Zua. Schön nochmal die Kugel geholt. Feder. Auf Calabrese. Schnier auf Zua. Cruz, Kleinböll. Warta wieder am Ball. Jetzt hier vielleicht der Ball über Cruz, aber nein, da war hier Adelstein am Ball. So, jetzt der Ball hier auf Geronimo. Flanke in die Mitte auf Halilai. Am Tor vorbei. Ja, so kann man seine Chancen auch vergeben. Und natürlich wäre es jetzt hier wichtig für German Suplex FC, wenn sie hier gewinnen würden, denn ja, nur die ersten vier kommen hier, bekommen die internationale Chance. Der dritte kommt ja sicher in die Euroleague, der vierte kommt in die Euroleague Quali, der zweite und erste kommen in die Champions League sicher und der Pokalsieger kommt in die Champions League Quali. So, jetzt der Ball auf Renninger. Nein. Ja. Von daher wird es interessant. Denn Euerdorf, sie sind im Moment auf Platz 4 mit 26 Punkten. Meppen haben nur 23 Punkte. Der Super FC könnte mit einem Sieg 21 Punkte bekommen. Das heißt, da wäre noch alles offen. Euerdorf könnte sich aber jetzt ein größeres Polster hier zurecht schmieden. Aber Halilai erstmal am Ball. Ja, jetzt hier Golfinger. Jan haut den Ball nach vorne. Und ja. Und wie man heute schon lesen konnte, gab es eventuell einige Konflikte im Spiel Eintracht Hariolisch gegen Chemnitz. Da gab es eine kleine Pressekonferenz, die man auf Facebook nachlesen kann. Also für die, die das lesen wollen, einfach auf Facebook vorbeigucken. Da steht die Pressekonferenz. So. Ibrahim. Und Stockmann auf Korb. Warta. Korb. Warta, Renninger. Ja, nee. Bruno Laser. Auf Adelstein. Ja, Geronimo. Feder jetzt hier am Ball. Und ja, das war es mit der ersten Hälfte 0:0. Ja, eine recht. Es geht noch besser. Das kann man sagen, es geht noch besser. Auch wenn es einige Chancen gab, höchstens drei an der Zahl, kann man dieses Spiel schon gut als Einschlafmethode benutzen. Hoffentlich ändert sich das in der zweiten Hälfte. Schnier jetzt erstmal am Ball. Feder holt sich die Kugel.
Und natürlich kann man verstehen, dass sie hier etwas sicherer spielen. Euerdorf will jetzt hier nicht wirklich unbedingt so viel jetzt hier riskieren. Natürlich müssten sie einiges riskieren, denn ja, Platz 4, ne? Man braucht einen kleinen Vorsprung. Trotzdem wollen sie jetzt hier nicht unbedingt so schnell und so hoch gegen Jamsut FC verlieren. Von daher kann man das schon einigermaßen verstehen. Jetzt hier der Ball auf. Ja, Halilay kam noch nicht an den Ball. Ströling. Ja, Kleinböll. Schmier. Sua. Und Halilay wieder am Ball. Halilay gibt den Ball auf Ibrahim. Ja, aber er bekommt die Kugel wieder. So, Schnier. Kleinböll. So, Warta jetzt hier auf Renninger. Renninger am Ball. Gibt den Ball auf Cruz, aber ja, Bruno Laser, ehemaliger Kickerspieler, hat sich die Kugel geholt. Cruz. Kleinböll auf Renninger. Renninger, Renninger und 1-0. TSV Euerdorf macht hier das Führungstor. Renninger trifft. Der Mann mit der Nummer 11. Ist ja nicht so oft vorgekommen, dass er hier getroffen hat. Und ja, in Hamburg ruhen sie. Kann man verstehen. Denn so wird es schwieriger für German Suplex FC, da nochmal Richtung internationalen Platz ranzukommen. Natürlich sind sie noch im Pokal nicht, so wie Euerdorf, Kickers, Meppen, Dassau, Neofisch, Tornadoes, Chemnitz, Lautern und wie sie sonst noch alle heißen. Aber dazu müssen sie ja erstmal den Pokal gewinnen. Und der nächste Gegner ist ja RB Gelsenkirchen. Von daher kann das schon schwierig werden. Natürlich, im Hinspiel haben sie verloren 2-1, im Rückspiel 0-0. Besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie jetzt im dritten Spiel mal gewinnen. Alle guten Dinge sind drei, ne? Okay. Bei einigen Dingen sind nicht alle guten Dinge rein, zum Beispiel Eintracht gegen Euerdorf. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht in der nächsten Saison, vielleicht macht ja dann die Eintracht mal ein Tor gegen Euerdorf. Wäre auf jeden Fall mal wünschenswert. Wäre schön. Gruß. Korb. Oder überhaupt mal ein Sieg gegen Euerdorf. Nach einer regulären, in der regulären Spielzeit und nicht nach Elfmeterschießen. So, Halilay. Na, Golfinger kommt da nicht an den Ball. Ibrahim. Auf Held. Geronimo. Auf. Nee, Halilay kommt da nicht an den Ball. So, Renninger. Und jetzt Ibrahim am Ball. Geronimo. Der Mann aus den Philippinen. Ja, Philippinen sind ja im Moment in der WM-Qualifikation und haben eine gute Chance, hier auf jeden Fall zur WM fahren zu dürfen. Ob sie es letztendlich dann auch machen, das ist die andere Frage. Gibt ja genügend Gegner, die dies verhindern wollen. Jetzt hier Geronimo am Ball. Aber es wäre mal schön, einen Spieler aus der YouTube-Bundesliga bei der WM 2018 zu sehen. Jetzt hält! Und Golfinger. Oh, Geronimo, nein. Aber wie gesagt, es wäre mal schön, wenn wir dann im Oktober, November die WM 2018 übertragen. Im nächsten Jahr wäre es dann ja mal schön, einen unserer Spieler hier zu sehen. Aber naja, dieses Event kann auch noch ziemlich interessant werden.
Wir werden euch natürlich mit dem neuen Format alle Spiele, alle Tore auf dem Laufenden halten. Ja, was wir nicht übertragen haben, weil es einfach mit der Zeit nicht gereicht hat, das Wunder von Wembley. Und nein, ich meine ja nicht irgendein Wembley-Tor oder so. Ich meine nämlich, da muss ich kurz aufstoßen. Ja, Korb bekommt hier erstmal die Chance, okay. Das 5:0 von Israel gegen England. Joe Hart sah da an diesem Tag nicht wirklich gut aus und deswegen ist England auch jetzt verdient auf dem letzten Platz. So, Sascha Mölders kommt jetzt für Sua. Wielpütz auf Ibrahim. Ibrahim, der hat eine gute Chance, aber Ströding war da. So, jetzt Wielpütz. Miles ist auch auf dem Feld. Und Sascha Mölders, ehemaliger Kickerspieler. Zuffi, ehemaliger Kickerspieler. Das wäre wohl öfters haben. So. Jetzt Wielpütz auf Golfinger. Jetzt vielleicht der Konter. Nicht mehr viel auf der Uhr. Oh, und Schäfer macht hier den Manuel Neuer. Vielleicht sehen wir ja beide Keeper auch aufeinandertreffen in der nächsten Saison. Wer weiß. So. Konrad hält. Nee. Und nicht vergessen, bevor die nächste Saison beginnt, gibt es den Supercup. Der Liga-Erste gegen den Pokalsieger. Und Tor. Sascha Mölders macht sein erstes Saisontor. Und er tanzt herum. Kam ja von den Kickers. Davor kam er von 1860 München. Und jetzt ist er bei TSV Oerdorf und macht hier sein erstes Saisontor. 2:0. Und sie kommen immer näher. Mann, das war ein gutes Zusammenspiel zwischen Mölders und Zuffi. Fehlpass von Feder. Zuffi mit einem schönen Pass. Wieder ein schöner Pass von Zuffi. Und dann ging er auf Mölders. Und der hatte zu viel Platz. Feder hätte da energischer zwischengehen müssen. Und der Mann mit der 32, er macht das Tor hier für die Gäste. Und damit ist das Spiel vorbei. Mit dem 2:0 endet auch dieses Spiel. Oerdorf freut sich sehr für dieses 2:0. Und somit sind sie wieder näher dran und ich glaube sogar vor der Eintracht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao Leute und haut rein.